Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die heutige Aktuelle Stunde beschäftigt sich mit einem wichtigen Thema der Landespolitik, das dieses Hohe Haus ja auch in den letzten Monaten in, man kann ja sagen, regelmäßigen Abständen beschäftigt hat. Die wirksame Gewährleistung der inneren Sicherheit und der Schutz der Bürger vor Kriminalität gehören ganz grundsätzlich zu den Kernaufgaben des Staates. Innere Sicherheit ist ein Grundrecht der Bürger. Darüber besteht hier sicherlich fraktionsübergreifend Einigkeit. Die Bürgerinnen und Bürger fordern diesen Schutz vor Kriminalität auch engagiert dort ein, wo sie Probleme wahrnehmen. Das ist einer der Gründe, warum wir uns heute hier wiederum mit diesem Thema befassen. Der andere ist natürlich die Kriminalitätsbelastung des Landes Brandenburg insgesamt. Sie liegt derzeit bei gut 7.800 Straftaten auf 100.000 Einwohner gerechnet. Wir befinden uns damit, Herr Lakenmacher, im oberen Drittel der Flächenländer. Das ist nicht gut. Wir können da sicherlich besser werden. Entgegen aber dem häufig gerade von Seiten der CDU falsch erweckten Eindruck ist die Kriminalitätsbelastung in Brandenburg in den letzten Jahren nicht gestiegen, sondern sie ist gesunken. Und sie ist auch im Jahre 2012 weiter gesunken. Und ich finde schon bemerkenswert, Herr Lakenmacher, dass Sie zur Kriminalitätsstatistik was sagen, aber diese grundlegenden Werte gar nicht erwähnen. Das ist zwar nur ein leichtes Absinken, aber es ist immerhin wiederum ein Absinken. Das gehört zur Wahrheit dazu. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, man kann auch froh darüber sein, dass dieses ein langjähriger Trend in Brandenburg ist. Unser Land ist im Ergebnis in den letzten Jahren Stück für Stück sicherer geworden und nicht etwa, wie es die CDU versucht zu vermitteln, falsch versucht zu vermitteln, den Leuten vorzugaukeln, unsicherer geworden. Ich verkenne überhaupt nicht die Herausforderungen, vor denen wir besonders in bestimmten Deliktbereichen und auch in bestimmten Regionen unseres Landes weiterhin stehen. Und ich brauche es den langjährigen Abgeordneten hier im Hohen Haus nicht zu erklären. Sie kennen das alles noch aus eigener Anschauung. Sie wissen, was hier in Brandenburg in den 90er Jahren los war. Und Sie wissen, was auch in Teilen noch nach der Jahrtausendwende los war. Wenn wir da besonders an das Kriminalitätsgeschehen denken, hatten wir da noch mit einem ganz anderen Kaliber und ganz anderen Zahlen zu kämpfen. Bei allen Problemen, mit denen wir uns hier selbstverständlich immer wieder intensiv befassen müssen, ist eines festzuhalten. Im letzten Jahr wurde jedenfalls der tiefste Stand der erfassten Straftaten in der Geschichte des Landes Brandenburg verzeichnet. Und nicht, Herr Lakenmacher, wie Sie es versuchen, den Leuten weiszumachen, der höchste Stand. Die Kriminalitätslage in Brandenburg wird also nicht immer schlimmer, sondern sie wird langsam, aber stetig besser. An dieser Tatsache kommt auch kein noch so intensiver parteipolitischer Streit vorbei. So viel von meiner Seite zur Kriminalitätsbelastung. Zweitens ist hier das Thema Personalabbau und Strukturreform angesprochen worden. Es gibt zur Strukturreform keinen neuen Stand, schon gar keinen Stand, der im Sinne dieser Aktuellen Stunde als aktuell zu bezeichnen wäre. Die Polizeistrukturreform war notwendig und sie war richtig. Und das zeigen besonders auch die Ergebnisse, die wir hier zu konstatieren haben. Ich bin den Vorrednern, Herrn Scharfenberg zum Beispiel, sehr dankbar, dass Sie darauf eingegangen sind, und Frau Nonnemacher. Der Grund für diese Polizeistrukturreform war ganz einfach. Wenn das Land sich regional und demografisch so stark ändert, wie das Land Brandenburg nun mal tut und wie es das auch weiterhin in den kommenden Jahren der Fall sein wird, dann können die Strukturen innerhalb der Polizeiorganisation, aber auch in den anderen Bereichen nicht die bleiben, die sie sind. Sie müssen weiterentwickelt werden. Ein weiter so ergibt keine Zukunft angesichts des hohen Problemdrucks, der sich bis zum Jahre 2009 auch in der Polizei abgezeichnet und niedergeschlagen hat. Und wenn Sie sich die Zahlen angucken, die Entwicklung, die sich bis zum Ende des Jahres, bis
zum Jahre 2009 vollzogen hat, dann ist das alles andere als Optimismus für die Zukunft gewesen. Die Aufklärungsquoten sind jedes Jahr gesunken. Die Arbeit der Polizei muss auch in Zukunft in allen Teilen des Landes weiter in hoher Qualität gesichert werden. Das war unser Anspruch an die Polizeistrukturreform, und an diesem Anspruch halten wir fest. Und um diesen Anspruch zu sichern, musste die Polizei des Landes neu aufgestellt werden. Die Umsetzung dieser Reform war nicht einfach, und sie hat auch den Beamten innerhalb der Polizeiorganisation sehr viel abverlangt. Daraus haben wir keinen Hehl gemacht. Aber ganz offensichtlich hat die Polizei in den neuen Strukturen wieder festen Tritt gefasst, was unter anderem auch die Ergebnisse, hier besonders die gestiegene Aufklärungsquote, zeigen. Insofern sage ich, wir sind mit dieser Reform auf dem richtigen Weg, und wir können dies auch für 2012, und darüber bin ich als Innenminister, das können Sie sicherlich nachvollziehen, besonders froh, auch mit eindeutigen Zahlen und Fakten belegen. Nun einmal zum Personalabbau. Der ist ja vor allem für die CDU, übrigens seit mehreren Jahren erstaunlicherweise, vor allen Dingen aber seit dem Ausscheiden aus der Landesregierung, ganz plötzlich ein ganz großes Thema für die Polizei geworden. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, da setzt die CDU wie so oft auf das kurze Gedächtnis des staunenden Publikums. Und das hat Herr Lagmacher ja heute hier auch wieder getan. Ein Personalabbau in der Polizei des Landes Brandenburg findet nämlich nicht seit Beginn der rot-roten Koalition statt, sondern in Wahrheit schon seit über 10 Jahren. Nur, dass die CDU daran merkwürdigerweise bis zum Jahre 2009 nichts auszusetzen hatte, sondern ihn im Gegenteil mit einem damaligen Innenminister aktiv betrieben hat. Und gegen die Zielzahl der Landesregierung macht die CDU jetzt landesweit auf Veranstaltungen mobil. Das ist ihr gutes Recht, aber es passt auch wiederum nicht zu ihren eigenen Konzepten und ihren eigenen programmatischen Erklärungen. Denn das aktuelle Reformkonzept, Herr Lagmacher, der CDU sieht meines Wissens immer noch den Abbau der Landespolizei auf 8.000 Stellen vor. Nur, dass Sie das den geneigten Bürgern in den Gemeinden dann eben nicht erzählen. Bei der Polizei des Landes Brandenburg sind aber 8.500 Mitarbeiter heute beschäftigt. Jetzt schreibt Herr Lagmacher ganz eilig ein neues Konzept. Vor diesem Hintergrund ist die Kritik an unserem Konzept, an dem Konzept der rot-roten Landesregierung, vielleicht alles Mögliche. Eines ist diese Kritik aber mit Sicherheit nicht einleuchtend und logisch. In dieselbe Kerbe schlägt auch die FDP ab und an. Kein weiterer Personalabbau bei der Polizei. Das hört sich gut an und lässt sich auf jeder Bürgerversammlung gut verkaufen. Aber auch hier müssen Sie sich einmal entscheiden. Man kann nicht jeden Tag die Neuverschuldung null fordern, die Schuldenbremse hochleben lassen und gleichzeitig jeden Konsolidierungsbedarf beim Landespersonal in Abrede stellen. Und man vergisst dann sehr schnell, dass die Polizei immer noch der zweitgrößte Personalkörper des Landes ist. Und Herr Götz und Herr Lagmacher, diese zwei Dinge gehen eben nicht zusammen. Da sollten Sie sich konzeptionell auch mal im größeren Maßstab äußern. Ich stehe dazu. Selbstverständlich brauchen wir heute und auch in Zukunft eine leistungsfähige Polizei. Ich habe immer wieder betont, wir werden in Brandenburg so viele Polizisten haben, wie wir zum Erhalt der inneren Sicherheit auf einem hohen Niveau in allen Teilen des Landes brauchen. Aber ich stehe auch dazu, dass der Einsatz von Polizisten effektiv erfolgen muss und dass wir möglichst sparsam auch in diesem Bereich mit Personalstellen umgehen müssen. Und wir müssen bis zum Jahr 2020 Ausgaben und Einnahmen dieses Landes in Übereinstimmung gebracht haben. Und wir können nicht einfach ausblenden, dass dann der Solidarpakt II Geschichte sein wird. Was noch zu sagen ist, ist, dass es auch interessant ist, mal den Blick auf die Nachbarn zu werfen. Herr Scharfenberg ist schon kurz darauf eingegangen, was machen denn andere ostdeutsche Länder, bleiben wir mal bei unseren engeren Nachbarn,
Übrigens in beiden Fällen Thüringen und Sachsen-Anhalt Innenminister von der CDU. Was passiert dort in den Polizeien? Sachsen ist mit der Polizeireform und Personalabbau bei der Polizei schon seit mehreren Jahren auf dem Weg. Ich möchte mal einen Blick ganz kurz mal Zahlen zu Sachsen-Anhalt noch mal ergänzen zu dem, was Herr Scharfenberg schon gesagt hat, darstellen. In Sachsen-Anhalt sollen von derzeit 8.300 Stellen bei der Polizei bis zum Jahr 2019 2.500 Stellen gestrichen werden. Das ist das Reformkonzept von Herrn Stahlknecht in Klammern CDU. Außerdem sollen in Sachsen-Anhalt 70 Polizeistationen ersatzlos gestrichen werden. Und als Ersatz sollen 200 Gemeindepolizisten in die Gemeinden gehen. Ich will damit nur eins deutlich machen. Es ist keine Schelte oder Kritik an Kollegen, sondern eines macht das aber deutlich, das Geschehen in Sachsen, das Geschehen in Thüringen, das Geschehen in Sachsen-Anhalt. Die finanzpolitischen Herausforderungen, Herr Lakenbacher, sind in allen Ländern, vor allem in Ostdeutschland, genau die gleichen, ob sie nun nach Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen oder nach Brandenburg gucken. Und alle Landesregierungen, unabhängig von ihrer Farbgebung, müssen sich diesen Herausforderungen stellen. Nichts zu tun ist hier keine Antwort, und mit nichts tun gewinnt man auch keine Zukunft. Damit gewährleistet man auch keine Sicherheit, und genau das gilt natürlich auch hier für Brandenburg. Wir werden, wie angekündigt, die Strukturreform ab 2014 evaluieren und aus den Ergebnissen die notwendigen Konsequenzen und Schlussfolgerungen ziehen. Ich will Sie mit den Details der Kriminalitätsstatistik nicht über Gebühr strapazieren. Die Einzelheiten konnten Sie der Presse entnehmen. Sie finden alle Daten noch ausführlich noch mal im Internet. Aber auf einige Punkte möchte ich noch mal kurz eingehen. Zu einer besonderen Beunruhigung der Bürger führen regelmäßig die schweren Gewaltstraftaten. Das ist nur allzu verständlich. Es ist für das Sicherheitsgefühl schon was anderes, ob man von Gewalttätern bedroht wird, von Gewalt betroffen ist oder ob ein Ladendiebstahl zu verzeichnen ist. Der Anteil der schweren Gewaltkriminalität an der Gesamtkriminalität entspricht 2,4%. Die Aufklärungsquote liegt bei knapp 80%. Auch das ist ein guter Wert. Und jetzt mal zu einem Ländervergleich. Im Ländervergleich ist Brandenburg eher gering von Gewaltkriminalität betroffen. Wir gehören bei diesem Kriminalitätsphänomen, und da kann ich Frau Stark nur recht geben, zu den sichersten Bundesländern in Deutschland. Wir liegen in etwa auf dem Niveau von Baden-Württemberg. Und Bayern, das denke ich, muss man auch mal sagen dürfen, wenn vom Sicherheitsempfinden der Bürger die Rede ist. Von diesen besonders schweren Straftaten ist Brandenburg also überhaupt nicht überdurchschnittlich betroffen, sondern ganz im Gegenteil. Unsere Problemfelder in der inneren Sicherheit liegen nicht in der Gewaltkriminalität, sondern bei ausgewählten Kriminalitätsphänomenen und auch regionalen Schwerpunkten. Und hier spielen vor allem Diebstähle und Einbrüche eine besondere Rolle. Übrigens nicht einmal nur vorrangig in den Grenzregionen, sondern im hohen Maße auch im Umland von Berlin. Wir haben dort 44% aller Straftaten im Berliner Umland zu verzeichnen, bei gleichzeitig 42% der Gesamtbevölkerung des Landes Brandenburg. Die Bekämpfung der Kriminalität in den Grenzregionen wird weiterhin gleichwohl auch Schwerpunkt der polizeilichen Tätigkeit in Brandenburg bleiben. Wir haben es hier mit einer besonderen Herausforderung und mit einem besonderen kriminalgeografischen Raum zu tun. Wir haben, Herr Lakenbacher, das ist vollkommen richtig, mit einem Bündel von Maßnahmen auf diese Herausforderungen reagiert. Das interessiert Sie ja offensichtlich nicht. Alle Maßnahmen, die vom Präsidium, von den Direktionen der Polizei, von der BAO und von den Hundertschaften eingeleitet worden sind, sind auf einer abgestimmten konzeptionellen Grundlage erfolgt. Herr Pethke, ist ja schön, von Ihnen auch mal wieder was zu hören im Landtag. Ich erwähne
Ich erwähne das deshalb, weil der Entschließungsantrag fordert, ein umfassendes und auf Dauer angelegtes Konzept vorzulegen. Eine solche Rahmenkonzeption des Polizeipräsidiums zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität gibt es seit dem Jahr 2012. Das sollten Sie dann endlich auch bei der CDU zur Kenntnis nehmen, vielleicht auch mal lesen. Da brauchen Sie es nicht immer wieder im Landtag zu fordern, was schon längst existiert. Und was die Pressekonferenz betrifft, Herr Lackenbacher, die wir zur Grenzkriminalität durchgeführt haben, wir haben in diesem Jahr die dritte zur Grenzkriminalität gehabt. Und es gab Pressekonferenzen, wo wir eine teilweise dramatische Entwicklung darstellen mussten. Auch das haben wir getan. Das hat etwas mit Transparenz zu tun. Da sind Sie vollkommen richtig in Ihrer Annahme. Es hat aber auch was damit zu tun, dass wir den Leuten zeigen, dass wir ihre Sorgen und Besorgnisse, und die waren in der Grenzregion besonders groß, da sind sie in Teilen heute noch, dass wir diese Sorgen der Bürger ernst nehmen und damit auch mit den geeigneten Maßnahmen reagieren und offensichtlich, und das scheint Sie ja ein bisschen zu ärgern, auch erfolgreich reagieren. Herzlichen Dank zunächst.